Hallöchen, Hallöchen zusammen. Ja, heute mal ein neues Guard-Video zu No Man's Sky. Es kam jetzt schon des Öfteren in unserem Discord-Server die Frage auf, wie kann ich denn meine Basis erweitern vom Radius her? Weil ich habe da hinten einen Hotspot entdeckt und der ist zu weit weg. So wie bei mir hier zum Beispiel ist da hinten, guck mal, plopp, ein Hotspot in 346 U Entfernung. Da würden wir normalerweise gar nicht hinkommen, weil vom Basiscomputer aus können wir in jeder Richtung 300 U weit bauen. Also wir haben einen maximalen Bauradius von 300 U und das ist schon eine Menge, würde in diesem Fall aber nicht reichen. Wir kommen an diesen Hotspot nicht ran. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich da hinten schon dran. Ihr könnt den Bauplatz erweitern. Und das wollen wir heute mal machen. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Richtung, weil da habe ich ja schon erweitert, um euch das mal zu zeigen. Wir öffnen einfach mal unser Baumenü. Hier können wir noch alles bauen. Alle Strukturen. Und sobald wir aus dem Bauradius herausschreiten, ändert sich das Baumenü. Und da laufen wir und laufen wir und laufen wir. Der Radius ist schon, also fürs Bauen schon enorm. Aber will man halt mehrere Hotspots miteinander verbinden, dann reicht es natürlich nicht aus. Das war nicht sehr nett. Ich bin friedlich. Sei du auch friedlich. So, hier können wir immer noch bauen. Wir können immer noch bauen. Und hier können wir schon nicht mehr bauen. Hier geht es nicht mehr so. Jetzt gehen wir ein Stück zurück. Bis hier können wir bauen. So, und jetzt gucken wir mal. Hier sind so viele Icons. Ja, das ist der, unser Community-Planet. Hier sind ganz viele Basen. So, 295 U. 96. Na ja, gut. Das ist jetzt durch den Höhenunterschied. Ist es natürlich nicht ganz richtig, aber bei 299 ist dann die letzte Möglichkeit zu bauen und ab 300 ist Ende. Bei 300 U ist Ende. So, und jetzt wollen wir das natürlich erweitern. Und wie machen wir das? Wir gehen wieder in den Bauradius rein und bauen einfach irgendeine Struktur. Also ich nehme hier gerne so eine Holzbodenplatte, weil die ist billig und die steht nicht irgendwo rum, sieht nicht kacke aus, weil die sieht man kaum. So, die setzen wir einfach hier rein. So, und jetzt gehen wir mal rückwärts. Na tada, wir können weiterbauen. Wir können weiterbauen. Das ist ja eine schöne Sache. Na, dann laufen wir doch mal ein Stück. Na hoppala, wir können nicht weiterbauen. Jetzt können wir wieder. Alles klar, so, 339. Also normalerweise, wenn es hier eine gerade Fläche wäre, könntet ihr jetzt 50 U weiterbauen. 50 U um diese Bodenplatte, die wir gerade gesetzt haben, herum. Also der gesamte Radius der Basis erweitert sich nicht, sondern wir bauen jetzt sozusagen einen 50 U breiten Schlauch. Oder eher 100 U, weil es ist ja ein Radius von 50 U. So, wenn wir jetzt hier noch eine bauen, eine Bodenplatte, dann können wir noch weiter bauen. Und das können wir erweitern. Immer weiter, erweitern. Oh, schon wieder Ende. Bis zu einem Maximum von 1000 U. Ihr könnt also hier noch eine Bodenplatte setzen. Und dann könnt ihr weiter marschieren. Bis zu 1000 U Radius. Also wenn ihr in beide Richtungen bauen wollt, dann könnt ihr bis zu 2000 U verbinden. Und das sind gigantische Entfernungen. Ihr solltet diese Bauteile auch stehen lassen, weil jedes Mal, wenn ihr portet, speichert, ladet und was auch immer euch entfernt, dann wird dieser Radius neu berechnet. Und wenn dann irgendwo zwischendurch was abgerissen wurde von euch, dann ist natürlich der Bauradius unterbrochen und alles dahinter ist dann halt nicht mehr existent für euch, für euren Bauradius. Deswegen
immer schön alles da stehen lassen. Deswegen nehme ich diese Platten. Hier bei dem hohen Gras kann man die auf einer Ebene schön reinsetzen, ja, dass die nicht stören. Aber es ist ja im Endeffekt egal. Ja, ihr könnt euch hier auch Häuschen hinstellen. Das ist völlig Wurst, was ihr da macht. Bis zu 1000 U könnt ihr hier weitermachen. Ich habe es eben nochmal getestet auf der anderen Seite. Bei 1000 U, also 999 U ist Schluss. Da ist das Letzte, was ihr bauen könnt, und alles dahinter ist dann nicht mehr bebaubar. Das ist, ja. Also nochmal ganz wichtig, Schlauch. Ihr baut hier einen Schlauch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in diese Richtung gehen, naja, da ist jetzt was im Weg, gehen wir mal in diese Richtung, dann werden wir nach 50 U nichts mehr bauen können. Boom, da ist Ende. So, und wenn wir uns jetzt wieder nähern, Richtung Basis, sehen wir, wir können hier nichts bauen. Gehen wir jetzt wieder zu unserem Schlauch. Dann können wir wieder bauen. Also wir haben ja hier... Moment, wir haben ja eine Baukamera. Da. Da ist unser schönes Teil. So, und da unten stehe ich. Da ist das nächste Teil. Soweit können wir sozusagen in beide Richtungen bauen. Auch in diese Richtung. Bis dahin. Das ist also so ein breiter Schlauch, den ihr hier errichtet, in dem ihr bauen könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo hier hinten bei 600 U ankommt und wollt euch da doch ein bisschen was Größeres bauen, dann müsst ihr halt in alle Richtungen hier solche Platten bauen oder was auch immer ihr da hinstellt. Dann erweitert ihr da das Baugebiet. Ja, und so einfach ist das eigentlich. Das ist total simpel, scheint aber immer wieder zu Problemen zu führen bei einigen Spielern. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie es auf den Konsolen ist, ob es da genauso funktioniert. Da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das auch klappt. Soweit ich gelesen habe, ist das da identisch. Funktioniert das da auch? Die einen sagen immer, du musst das da hinstellen, du musst das da hinstellen. Aber scheinbar ist es also eine Holzbodenplatte, ihr habt sie gesehen, das funktioniert wunderbar. Ja. Andere nehmen würfelförmige Räume, die sind natürlich ein bisschen kostspieliger, die sind ein bisschen teurer und sehen auch ein bisschen klobig aus in dieser schönen Landschaft hier. Wenn hier überall so eine fetten Klötze sind. Aber so kommt ihr von einem Hotspot zum anderen. Aktuell, also die Idee jetzt mit dem Video kam eigentlich, weil Laurent gefragt hat in Discord, und er versucht gerade aktiviertes Indium mit einem Stromhotspot zu verbinden. Was möglich ist, er aber aktuell nicht hingekriegt hat. Und ich hoffe, es hat jetzt funktioniert, Laurent. Und auch für euch alle anderen. Ich hoffe, es klappt bei euch. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es funktioniert. Sollte, ich habe es ja gezeigt. Es funktioniert. Ich habe das mehrfach jetzt in alle möglichen Richtungen ausprobiert. Klappt. Ja, und das war es auch schon wieder. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.